Es ist bei uns gerade 8:32 Uhr, ich bin schon wach, die Mädels sind auch wach. Die werden sich jetzt fertig machen, ich bin jetzt bei denen. Und dann gehen wir alle frühstücken und dann wieder spazieren und ich werde euch mit Maxes Fußball gucken. Und dann gehen wir alle Rambazamba machen. So, die Ladies sind fertig. Wir gehen unser Outfit today. Geil, geil. Finde ich richtig geil. Es sind aber sehr viele Deutsche in New York, das muss ich schon mal sagen. Also wenn ihr heimlich über Sachen redet, redet nicht auf Deutsch, weil es könnte passieren wie bei mir, dass die Leute dich verstehen. Ja. Und dann bist du am Arsch. Wir haben uns jetzt Uber bestellt, gehen in irgendeinen Park und chillen uns dahin. Leute, in welchem Park sind wir jetzt? Im Central Park. Ey, es muss einer hinlaufen, so runterfallen. Excuse me. Ihr müsst sehr viel Wasser trinken, weil es ist echt warm. Ich bin jetzt schon tot. Ich habe mich mehr hier bewegt als mein ganzes Leben. Leute, wir laufen jeden Tag, ich weiß nicht, 20.000 bis 30.000 Schritte am Tag. Hauptsache, ihr habt Spaß, Leute. Also, das ist mein Outfit, ein bisschen weiter nach hinten. Das hat sich gelohnt, diese ganzen Schritte durch diesen Park. Ich nerv die jetzt ein bisschen. Ja, aha, aha, die machen hier. Ja, komplett. You are so lonely. Wir können jetzt aufhören, hier irgendwie rumzuschlagen. Wäre er bei The Voice Jury, hätte er mir ein Ja gegeben und ich wäre in sein Team gegangen. Summa summarum hätte er eine gute Sängerin in seinem Team. Ich hätte ein Jahr Knast verordnet. Das ist Talent, was ich hier habe. Wie findest du das so? Max, bring ihm das mal bei. Das sieht so nicht so aus. Boah, das ist aber heftig rutschig, diese Dinger. Hey, Max, break! Ganz professionell, wie du das machst. Die machen Kitzeln. So, ich guck mal, ob ich hier was finde. Jordans. 37,5 oder 38. Geil, Leute. So, Leute, ich schau mir ein paar an, danach zeige ich euch das. Ich habe natürlich was gefunden. Bei dem bin ich mir unsicher, aber ich kaufe es jetzt trotzdem, weil ich finde es irgendwie geil und irgendwie auch nicht. Dann habe ich mir die hier geholt. Mein Mann ist halt nicht so eine große Hilfe. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Aber die hier finde ich richtig geil. Mein Mann ist der Beste, der trägt immer meine Tüten. Nur, wenn er was davon hat. Nee, ich habe immer deine scheiß Tüten. Auch wenn ich nichts davon habe. Dann morgen. Guten Morgen, Leute. Wir gehen jetzt was frühstücken und machen eigentlich das Gleiche. Max ist heute weggegangen. Der ist heute nach Las Vegas gefahren. Und dann bin ich jetzt mit den Mädels alleine. So, Leute, das ist mein Outfit von Shein, Chanel, Nike. Von meiner Freundin, die Brille. Die Leute, was mich krass in Amerika nervt, ist eine Sache, dass sie hier die ganze Zeit Drogen nehmen. Aber ja. Ey, das Leute, nervt mich so hart. Kannst du was sagen? Ey, das ja. Ist in jeder Ecke. Den juckt's nicht, ob da Kinder sind. Die rauchen vor dir die ganze Zeit. Menge, sie verkaufen das an jeden. Wir gucken mal, wo wir sind, dann melde ich mich wieder später. Ja, bis dann. Ciao. Leute, das macht sie die ganze Zeit mit mir und ja. Arin. Ja. Sie zeigt ihre Liebe immer so. Ja. Sie schlägt uns und wir haben alle überall blaue Flecke. Aha. Oh, du kleine Piep. Guten Morgen, Leute. Die Laune bei uns tatsächlich ist schon so. Du musst es anders erklären, die Lara. Okay, erklär du für mich. Wir machen ja, normalerweise machen Menschen da immer Upgrades. Ne? Also das heißt, du gehst ja, wie, es ist wie in der Schule. Ne? Also du gehst von der ersten, zweiten, dritten, vierten, so in die fünfte Klasse. Bei uns ist es so, wir sind in der 10. Klasse angekommen. Wir machen Downgrades. Ja, wir gehen von 10 runter. Wir sind mittlerweile schon in der Vorschule. Wir gehen uns jetzt Bikinis kaufen und dann gehen wir auf eine Poolparty. Ich habe mich ja lasern lassen bei Sana Visage, ne, in Hannover. Und ich darf mich danach ja nicht rasieren. Also gehe ich in einen Pool mit Behaarung. Aber Dilara, du hast keine Haare gerade an den beiden. Nein, super, ja, redest du? Das siehst du, wenn du nur kannst. Nicht Leute, richtig. Ihr wisst gar nicht, wie nah ich okay, gerade... Okay, hier, mach! So sieht das dann aus. Mit schöner Musik. Ah, da ist der Pool, Leute. Pool ist ziemlich klein, aber sieht nice aus. Leute, aber es ist so teuer hier. Ich habe jetzt für eine Red Bull 15 Euro bezahlt. Für eine Red Bull. Oh, da geht die Party ab. Guck mal da. Kriegen unsere teure Red Bull hier? Aywa. Aywa. Mach mal so, dass ihr auch was davon habt. How long is the rule grass in New York? Woo! You have your eyes too, Jesus. Woo!
eine Sache sagen, ne? Hättet ihr mitbekommen bei der Poolparty, wo wir waren, ne? Wie ich auf einmal Englisch konnte. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich wollte meine Freunde verkuppeln. Unser letzter Tag, wie ihr schon seht. Wir sind drei Leute. Also Leute, wir reden gerade über Hate-Kommentare, Leute, die uns beneiden. Hey, dabei. Ich hab mir ein paar Sachen angeguckt schon, ne? Und dann dachte ich mir nur, was erzählt er denn da? Das stimmt doch nicht, Mann! Ich verabschiede mich jetzt auch von denen. Die sind natürlich hier irgendwo. Tschüss! Leute, wir haben es hier 32 Grad. Ich habe heute Nacht 2 Stunden geschlafen, hab Halsschmerzen und mir geht's auch nicht so gut. Ich hab's geschafft, schon mal gleich meine Koffer abzugeben. Und danach chill ich erstmal. Erstmal sehe ich eine Pilotin. Ist das so geil? Okay. Oh, wir haben es geschafft. Wir sehen uns in Berlin. Leute, ich bin angekommen in Berlin. Ich bin todeskrank. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Wir haben 10 Jahre dafür gebraucht, einen Flughafen zu haben. Und dann ist er der hässlichste Flughafen überhaupt. Kann ich nur mal sagen.